Hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo im Franchise-Modus. Seit dem letzten Mal ist, seit der letzten Folge ist eine Menge passiert, sage ich es mal so. Und zwar habe ich, wie gesagt, die Forschung vorangetrieben und das Okapi-Gehege ausgebaut, sodass ich die von mir gewünschten Ziele verwirklichen kann. Und zwar habe ich die Afrika, hier dieses Afrika-Design und das neue Weltdesign ist ja um 1 hochgetrieben. Und das ist hier schon fast zweimal fertig, während das hier nur einmal fertig wurde. Und dabei habe ich das zuerst, aber das ist egal. Während die beiden durchgelaufen sind, habe ich hier die 3 erstmal auf Gold gebracht. Und den hier jetzt, macht die beiden jetzt. Und zudem ist das eine Bisonkalb erwachsen geworden. Entschuldigung. Das habe ich verkauft. Oder habe ich schon verkauft? Scheint so. Dann ist der, wie ich bereits gesagt habe, das, was mein Plan ist, dass der hier einfach weitermacht. Der alte Gabelbock ist gestorben und jetzt macht der hier weiter. Mit seiner höchstwahrscheinlich Schwester. Das ist auch irgendwie. Oh nein, ist die schon zu alt? Ja, am Ende müssen wir hier. Nein. Am Ende müssen wir hier neue Gabelböcke uns beschaffen. Naja, mein. Passiert. Ich habe hier auch durch die. Habe ich hier so ein Schlammbad freigeschalten. Das habe ich allerdings hier hinten hingepackt, da ich irgendwie finde, diese Schlammbäder, die sehen nicht so schön aus. Obwohl ich auch allgemein finde, sowas hier sieht auch nicht so schön aus, so eine Futtertonne. Aber die brauchen es halt zur Beschäftigung, sagen wir es so. Dann geht es denen besser. Dasselbe ist auch bei den Hyänen jetzt hier. Da habe ich auch ein paar Beschäftigungsmöglichkeiten. Wie hier dieses kleine, diese kleine Attrappe, wo Fleisch rauskommt. Die Schildkröten, das ist alles geblieben, wie es war. Und die Okapis. Ach ja, ich habe ja jetzt hier die Einwegspiegel, wodurch sie nicht mehr so scheu sind. Das habt ihr ja, glaube ich, auch hier gesehen, aber ja, vorher der Graben. Und die Okapis, die hatten auch ein Jungtier. Das war ein Kerl und musste dadurch gehen. Ich habe das Gehege größer gemacht, wie ich es gesagt habe, und diesen Unterschlupf hier platziert. Damit haben sie 95% Unterschlupf. Und was ist das hier? Das Ding schwebt ja. Angedockt. Angedockt. Ja, also sind wir jetzt erstmal so weit, so gut. Ja. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keinen Plan, womit ich jetzt weitermachen soll, weil der Ganges-Gavial zum Beispiel, der ist. Wartet, muss ich kurz nachgucken. Der. Da gucken wir einfach mal hier in der Zoopedia. Ich wollte schon in der Dinopedia sagen. Wegen Minecraften und mit Mods, ne? Könnte ich dann eigentlich auch mal hier Let's Playen und so. Das funktioniert ja jetzt alles. Wonach habe ich gerade geguckt? Ach ja, Ganges Gavial. Ist er hier oben? Nee, hier ist er nicht. Also war es doch. Ah ne, hier ist er. Der ist ja in Asien beheimatet. Das heißt, ich kann den jetzt derzeit noch nicht gehen lassen sozusagen. Und das Leistenkrokodil, das ist auch in Asien und Ozeanien, also Australien. Asien und Ozeanien und Australien. Das macht dann auch wieder 2 Gehege nur fürs Leistenkrokodil. Ja, aber halt nicht in Afrika. Die nächsten Tiere jetzt in Afrika wären jetzt Strauß, aber die sollen ja auf die große Anlage. Und Bongo.
Und da ich den Einwegspiegel habe, könnte ich eigentlich Bongo machen. Deswegen denke ich mal, würde ich den Bongo machen. Das Leistenkrokodil, Ganges Gavial, das kommt ja Asien, so wie der Flamingo hier. Unglaublich, dass wir einen für Geld bekommen haben. Und jetzt können wir eigentlich die Bongos machen. Die vermehren sich eigentlich auch wie so Weltmeister. Nur halt mit dem Plan Wasserfall, auch bei Bongo, das wird halt eher weniger was. Ich würde die Bongos hier auf die Seite machen. Da können wir dann schon mal hier anfangen mit dem großen Gehege. Dass hier dann das große Artengehege entsteht. Am besten mit so Safari-Jeeps, da könnte ich eigentlich, sobald die nächste Forschung hier abgeschlossen ist, was wahrscheinlich hier die hier sein wird, kann ich erstmal hier auf die Objekte gehen. Da Bootsfahrgeschäft, das ist halt. Man könnte was mit Wasser machen, allerdings habe ich vor, das mit den Krokodilen zu machen. Also Leistenkrokodile oder Gavial. Und da wollte ich dann aber noch das fette Boot reinklatschen, was ich habe. Das wird schon schwierig. Aber eigentlich will ich hier mit so einer 4x4 Abenteuertour das Ganze machen. Die Schwebegondel würde ich dann in Nordamerika, wenn es dann in die Bergregion geht, benutzen. Ja. Lassen wir das Ganze mal weiterlaufen. Nicht, dass wir hier am Ende uns selbst noch behindern dabei. Ich mag die immer noch. Egal. Folge darf nicht zu lang werden. Ansonsten breche ich einfach mittendrin ab, so. Was wird wohl als nächstes passieren? Das werdet ihr nie erfahren. Alles klar. Ich habe offiziell eine andere Waffe. Eine andere Waffe. Tropen. Ach ja, geregnet hat's auch. Ich finde das dann immer schön, wenn die sich bei Regen dann in den Unterschlupf verziehen. Hier. Sprintet schon los. Und sich dann halt auch wirklich unterstellen. Ach ja, Dome. Hihihi. Das schick ich den irgendwann mal. Nur der andere, der Kerl will anscheinend nicht in den Unterschlupf. Ah ne, der wollte vorher noch was trinken. Jetzt macht er sich auch rein. Und das macht wirklich jedes Tier. Die verkrümeln sich alle, wenn es regnet, in den Unterschlupf. Nur die anscheinend wieder nur. Ja, warum auch? Ist ja nur Tropenregen. Alles Bullshit. Oha. Haus ist anscheinend zu klein. Und auch die Schildkröten, das finde ich so süß. Ah, vorn beim letzten Regen. Ja. Lagen die noch so nebeneinander. Ja, egal. Fangen wir langsam mal mit dem Bongo-Gehege an, das wär's doch. Ach ja, ich wollte ja gucken, wie groß das sein muss. Bongos. Das ist, glaube ich, wieder viel zu weit unten. Ja. Da, Bongos. 240 plus. Alles klar, da brauchen sogar Mandrillen eine größere. Aber nochmal. Wenn sie es so wollen. Hallo? Auch mal bis hier hinter. Größer ist ja immer besser. Und durch die Steine werden ja dann eben, wird dann eben so noch Platz weggenommen.
Irgendwann mal sollte ich auch was für die Besucher bauen. Barriere. Packen wir auch hinten rein, da haben wir dann ja nicht so den längsten Weg. Okay. Hat ja direkt gepasst. Was ist jetzt so? Gehege 2, Barriere beschädigt. Techniker rufen. Wo ist die Barriere beschädigt? Ah, noch nicht. Anscheinend noch nicht so krass. Cool. Da haben wir die. Das ist ja schon wieder fast fertig. Hier. Hohoho, das zieht durch. Schon wieder was. Ja. Ach nö. Das ist dann wiederum der Nachteil an dem ohne Graben. Die flüchten und die bleiben einfach stehen. Ja, guten Tag. Die Barriere ist kaputt. Ich bleib trotzdem einfach stehen, wenn das recht ist. Oh, ist das süß. Also jetzt nicht die kaputte Barriere, aber. Alles klar. Was veranlasst sie dazu, so etwas zu tun? Grad 3, was ist das? Diese 2, Widerstandsgrad 2 ist das bloß. Die Qualität der letzten Mahlzeit war annehmbar. Deswegen werde ich jetzt einfach diese Wand zerstören. Weil ich statt Käse und Wein eine Wurst auf dem Brot bekomme. Da, alles klar. Komischer ging es gerade nicht. Es tut mir leid. Natur. Das dürfte eigentlich reichen. Alter, dieses Gerede von denen, das ist ja hart und Korall. Überhaupt nicht Knorke. Ich lasse es aufleben. Wer kennt's? Ich feier das einfach so hart, diese. So. Passt das? Das passt. So. Barriere bearbeiten. Achso. Und dann dieses am besten andersrum.
Da können wir eigentlich für die Bongos doch auch wieder den hier, den Unterstand benutzen. Das wird zwar ein bisschen eintönig, aber eigentlich ist das doch ein schöner Unterstand und da muss man ja nicht viel ändern und rumwerkeln für solche einheitlichen Gehege, sagen wir es mal so. Ich habe gerade noch rein gar nichts für Besucher gemacht, das ist schon ein bisschen... Und trotzdem geht's denen so gut. Das ist schon... merkwürdig. Ah ne, ich nehme einfach den Unterstand hier. Dann schieben wir den noch ein ganzes Stückchen runter. Eigentlich könnte man den Unterstand hier richtig hinsetzen. Ob das noch passt? Ja, passt noch. Beschreibung muss da jetzt nicht wirklich eine reinhauen, oder? Kleiner oder mittlerer? Ich würde eher mittlerer nehmen. Kleines Gebäude, aber mittlerer Rückzugsort. Nee. So. Sonstiges. Bla bla bla. Toiletten. So. Natur. Sonstiges. Gehege. Damit haben wir das. Oh, die müssen eine Beschreibung haben. Steht ja eigentlich. Der Name reicht doch schon eigentlich als Beschreibung, oder nicht? So, wenn ihr Bock habt, ihr könnt ihn euch ab demnächst im Workshop herunterladen. Toll. Da haben wir das mit der Vorschau schon ein bisschen. Bauplan. Meine Baupläne. Auf Steam hochladen, natürlich. Unterstand in Klammern Afrika Klammer zu ein oder da wird mittlerer schreiben, das wäre auch glaube ich sinnvoller, weil das ist ja eigentlich mittlerer Unterstand ein Mittel so. Unterstand für... Das mache ich gerade in der Folge. Finde ich auch gut. Bongo. Okapi. Komm. ETC. Und damit hätten wir das. Lade auf Steam hoch, das freut mich. So, damit haben wir das. So, wenn ihr wollt, könnt ihr euch den jetzt auf Steam kostenlos downloaden. Kostenlos auf Steam. Fand schon gut. Im Workshop. Also bitte nach euch. Ihr könnt euch auch meine anderen größeren Bauwerke, also nicht die von hier jetzt,
aber die aus den anderen Zoos, wie das große afrikanische Elefantenhaus oder das Menschenaffenhaus, könnt ihr euch downloaden, alle die Bilder zu den Sachen. Okay, für das afrikanische Elefantenhaus nicht, aber die Bilder zu dem Menschenaffenhaus findet ihr auf meinem Instagram-Account. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Link nicht in der Beschreibung. Das müsste eigentlich auch reichen. Biome. Nein, Kontinent. Afrikanisch. Und dann machen wir den hier. Nochmal so einen fetten Baum. Den lassen wir wieder vor Scham im Boden versinken. Ich weiß, das sind eigentlich Mangroven und so, aber stört mich nicht. Und euch hoffentlich auch nicht. Dass ich Mangroven als normale Bäume ver... wie soll ich das sagen? Ich hatte es gerade im Kopf, sorry. Dass ich Mangroven als normale Bäume... Ja, jetzt ist es weg. Kann man doch nichts machen. Ach, ist egal. Nein, ist es eigentlich nicht, weil in meinem Kopf suche ich gerade immer noch weiter, aber ich werde es sowieso in nächster Zeit erstmal nie finden. Gelände. Ach nö, komm, lass mal so. Sieht doch noch gar nicht so schlecht aus. Es wird noch schlimmer. Tierhandel. Und danach gucken wir erstmal, was hier mit unseren Leuten los ist. Verlegen und so. Huch, plötzlich alles weg. Was ist denn das? Was ist denn hier los? Hey, was ist? Probleme oder was? Ich kann einfach noch nichts davon machen. Weil ich einfach die Teile dafür noch nie habe. Seht euch das an, der erste Bongo. Ich finde das Bild auch super schön. Was soll ich machen? Also, nee, Gäste-Sache, Gäste-Krimskrams. So, spendet immer schön spenden. Ich brauche Geld. Das ist so ein helles Braun bei denen. Das ist schon eher orange, was ich hier gemacht habe, aber das ist ja. Da würde ich das jetzt zu dem Braun machen. Und das hier zu dem Weiß, wenn das. Jetzt sieht das mehr aus. Willst du mich eigentlich gerade rollen? Sieht das Helle immer mehr aus als das Dunkle? Oder? Jo, scheint so. Naja. Symbolfarbe. Oh, das kann man auch anpassen. Oh, lol, das kann man auch anpassen. Ja.
Und erstmal wegtransportiert, weil es krank ist. Finde ich gut. Unsere neuen Neuankömmlinge, unsere neuen Bewohner im Zoo. Thumbnail. Alt. Hä? Jetzt habe ich den Vivarienhandel geöffnet. Na moin, geh erstmal komplett weg. Bist du Peter? Ist dann doch nicht so cool. Nochmal so. Auslösen. So, von mir aus kann es weitergehen. Gelände. Stabiler Rückzugsort ist schon mal 100%. Gelände stört den. Mehr kurzes Gras, weniger langes Gras, deutlich weniger langes Gras und mehr Erde. Hier kurzes Gras. Netze Erde. Das klingt schon so ein bisschen eklig, wenn du Erde platzierst. Musste jetzt mal gesagt sein. Werden. Musste jetzt mal gesagt sein. Alles klar. Geht's den geländetechnisch jetzt noch gut, nachdem ich hier reingeplatzt bin? Ja. Genau. So. Das ist doch aber auch ein schönes Thumbnail. Thumbnail. So. Ich muss mir echt den nächsten Timer stellen. Ich habe keinen Plan, wie lange ich jetzt schon aufgenommen habe. Lebensqualität. Ja, also das machen wir in der nächsten Folge. Like da lassen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonnieren. Also die Standards halt. Und schaut auf Insta vorbei, wenn ihr weitere Bilder sehen wollt, wenn ihr Ideen haben wollt. Ihr wisst, wie ich heiße. Also, bis zur nächsten Folge. Und ciao!